الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله liebe Geschwister, السلام عليكم ورحمة الله. Auf der Welt gibt es ungefähr 6500 Sprachen heute, die noch aktiv von Menschen gesprochen werden. Und Allah hat es immer so gemacht, dass er einen Propheten zu einem Volk geschickt hat mit seiner eigenen Sprache. Natürlich, wie sollten die Leute ihn auch sonst verstehen? Wie Allah SWT sagt im Koran, مَا أَرَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache seines Volkes, damit er es ihnen deutlich erklärt. Die letzte Offenbarung Allahs ist aber nicht nur für ein bestimmtes Volk. Sie ist nicht nur gerichtet an die Araber. Sie ist für die gesamte Welt. Und für diese Offenbarung hat Allah unter all diesen 6500 Sprachen die arabische Sprache ausgewählt. Die Frage ist, warum? Wenn das eine Botschaft für die gesamte Welt war, bis zum jüngsten Tag, die niemals wieder durch eine andere Botschaft aufgehoben wird, dann muss es einen bestimmten Grund geben, warum Allah ausgerechnet diese Sprache ausgewählt hat. Diese arabische Sprache. Was steckt dahinter? Es war nicht nur die Sprache des Volkes, zu dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde. Es sagt auch Allah im Koran. Er sagt zu Beginn von Surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun. Ohne jeden Zweifel haben wir ihn als einen arabischen Koran herabgesandt, damit ihr ihn versteht. Dieser Vers war tatsächlich einer der Gründe, warum sich die Gelehrten sehr, sehr lange Zeit geweigert haben, den Koran ins Arabische übersetzen zu lassen. Die ersten Übersetzungen ins Deutsche stammen von Orientalisten im 17. und 18. Jahrhundert. Und erst seit etwas über 100 Jahren sind die Gelehrten ein bisschen entspannter geworden, was diese Thematik betrifft. Vielleicht auch unter anderem deswegen, weil es viele Nicht-Muslime übernommen haben. Aber bis dahin war der Standpunkt der Gelehrten, wenn man den Koran verstehen möchte, dann muss man sich der arabischen Sprache nähern. Wenn Allah schon sagt, La'allakum ta'qilun, wir haben ihn als arabischen Koran gemacht, damit ihr ihn versteht. Ihr braucht diese Sprache, um ihn zu verstehen. Was ist jetzt das Besondere an dieser Sprache? Ich habe letztens mal eine Stellenanzeige gelesen. Eine, deutsche Stellenanzeige. Mehr oder weniger zumindest. Das liest sich ungefähr so. Senior Account Manager im After-Sales-Bereich zur Entwicklung des Businessplans gesucht. Da ist kaum noch ein deutsches Wort drin. Das meiste davon ist Englisch. Aber warum Englisch? Warum nicht Chinesisch oder Rumänisch? Weil Englisch einen dominierenden Einfluss hat. Das sorgt dafür, dass es so wie eine Art Leitkultur geworden ist. Amerika ist ohne jeden Zweifel der Anführer der Welt in dieser Zeit. Und das sorgt auch dafür, dass deren Sprache mehr und mehr Einfluss hat auf den Rest der Welt. Das ist immer auch das Problem, wenn ein Land besetzt wird, sei es militärisch oder auf irgendeine andere Art und Weise, zumindest stark von einer ausländischen Sprache beeinflusst. Die Sprachen vermischen sich. Und was dabei herauskommt, ist eine Art Verwässerung. Die Sprache wird nicht in ihrer natürlichen Reinheit erhalten. Ganz anders als das Arabische. Die Araber waren jahrtausende lang isoliert in ihrer Wüste. Keiner hat sich für die interessiert. Selbst die Römer und die Perser, die quasi ihre Nachbarn waren, haben nie Versuche unternommen, die arabische Halbinsel zu besetzen. Wofür auch? Das sind alles nur tausende von Quadratkilometern Wüste, es gibt nichts dort zu holen, hier und da mal ein Dorf und das war's. Warum sollte irgendjemand sich die Mühe machen, dort anzugreifen? Wofür sollte man das besetzen? Und das hat dafür gesorgt, dass die arabische Sprache nie in wesentlicher Form ausländischen Einflüssen ausgesetzt war. Sie wurde geschliffen und poliert im Laufe von Jahrhunderten immer mehr und immer mehr, bis sie wie ein Diamant war. Noch dazu gab es in der Wüste kein Entertainment. Es gab nichts. Blauer Himmel und Sand, das ist alles. Es ist nicht wie ein Leben in der Großstadt oder in einem Dschungel, wo man jeden Tag etwas erleben kann. Und das hat dazu geführt, dass die Araber eine Sprache herangebildet haben, weil es keine andere Möglichkeit für sie gab, sich tagsüber zu unterhalten. Sie hatten ja sonst nichts. Und damit haben wir heute eine Sprache mit einem Wortschatz, der sich deutlich von allen anderen Sprachen auf dieser Welt abhebt. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Die englische Sprache hat ungefähr 500.000 bis 600.000 Wörter. Die deutsche Sprache etwas weniger, ca. 500.000. Im Französischen sind es noch weniger, ungefähr 300.000. Die arabische Sprache
hat über 12 Millionen. Es hat nichts zu tun mit anderen Sprachen auf dieser Welt. Man findet keine Sprache, die so präzise in der Ausdrucksweise ist wie das Arabische. Und das dient dazu, um Missverständnisse zu vermeiden. Denn wir haben hier eine Botschaft, die niemals wieder abgedatet wird. Es kommt kein Prophet, um das nochmal irgendwie zu korrigieren. Wenn irgendwann mal ein Missverständnis entstanden ist, dann ist es da. Aufgrund der Sprache. Wir kennen das heute, wie leicht das passiert, wenn man nur etwas irgendwo liest. Wenn wir uns im Chat untereinander unterhalten. Wow, WhatsApp. Wie oft entstehen Missverständnisse, weil wir den Gegenüber nicht sehen. Seine Mimik, seine Tonhöhe, sagt er vielleicht etwas aggressiver, meint er das Ganze vielleicht ironisch. Einfach nur, weil man den Text sieht. Das Interessante ist, in der arabischen Sprache kann man all diese Emotionen, das, was wir eigentlich durch Mimik und durch unsere Gestik, durch die Art, wie wir reden, ausdrücken, das kann der Araber nur durch die Formulierung, durch die Stellung der Worte, durch das Arrangement, all diese Emotionen kann man in dieser Sprache tatsächlich transportieren. Wenn man den Koran heute liest, wenn man das Arabische von damals liest, dann liest man nicht nur Wörter, nicht nur eine bloße Information, man liest unglaublich viele Emotionen da drin. Weil diese Sprache die Möglichkeit gibt, das Ganze zu transportieren. Es war halt die einzige Möglichkeit für Entertainment damals. Und das Entertainment musste all das auch mitbringen. Es musste auch in der Lage sein, Emotionen von Menschen zu transportieren. Und noch dazu hat diese Sprache die Eigenschaft, dass sie erhalten geblieben ist. Man kann sie heute noch so rekonstruieren, wie man sie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Nicht nur alleine aufgrund des Korans. Auch aufgrund der Geschichte ihrer Poesie. Wir haben unglaublich viel Poesie aus der vorislamischen Zeit, weil das halt die einzige Entertainment-Form war. Und deswegen können wir heute sehr präzise rekonstruieren, wie ein Satz oder ein Wort von einem Beduinen zur Zeit des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam verstanden wurde. Das war nicht einfach nur die Schrift, die diese Sprache erhalten hat. Eine Schrift, in der es damals weder Punkt noch Komma gab, trotzdem war sie in der Lage, sehr präzise die Informationen zu transportieren. Allah hat eine Sprache erwählt, die eine reine Sprache ist, rein und klar wie ein Diamant, die präzise ist in ihrer Ausdrucksweise und die erhalten bleibt bis zum jüngsten Tag. Und dann sieht man vielleicht die ganze Geschichte anders. Ich stelle mir die Araber mal vor, wie sie sich vielleicht die 100 Jahre lang gefragt haben, warum hat Allah uns hier in die Wüste gesetzt? Hier in die Wüste, wo es nichts gibt, wo wir so ein schweres Leben haben. Aber vielleicht war genau das der Plan von Allah. Im Laufe von Jahrhunderten eine Sprache heranzubilden mit eben diesen Eigenschaften. Um seine letzte Botschaft in dieser Sprache herabzusenden und sie bis zum jüngsten Tag zu bewahren. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu wa khairan ala husni istima'ikum. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Mitglied der DIN Academy. Den Anmeldelink findest du in der Videobeschreibung.